Am Mittwoch erwartet uns so ein richtig mega Temperaturanstieg, 22 Grad in 12 Stunden. An den Frühstunden ist es oft noch frostig, teilweise in Süddeutschland um die minus 5 Grad. Und am Nachmittag haben wir dann bis zu 17 Grad. Das ist eigentlich typisch jetzt für diese Jahreszeit bei Hochdrucklagen, dass es nachts noch richtig kalt wird, aber tagsüber mit der Sonnenunterstützung und eben mit der Warmluftzufuhr, dann kann es schon richtig mild werden. In den Frühstunden müssen wir allerdings teilweise noch die Autos freikratzen. Das gilt gerade hier in Süddeutschland. Da gibt es eben noch Reifansatz bei verbreitet leichtem Frost. Im Norden unter den Wolken haben wir auf jeden Fall Plusgrade. Ja, und am Nachmittag haben wir dann teilweise T-Shirt-Wetter. Also auch bei der Kleidung natürlich entsprechend drauf achten. Morgens noch Schal, vielleicht sogar Handschuhe anziehen, aber schon mal mit im Kopf bedenken, dass wir am Nachmittag dann eben uns ein bisschen ablegen können. Bei bis zu 17 Grad ist das eben doch für einige schon fast T-Shirt-tauglich. Aber auch im Osten und im Norden wird es milder als zuletzt. Einstellige Werte gibt es höchstens noch im Ostseeumfeld, wo das Wasser kühlt. Die Sonnenstunden sind sehr ungleich verteilt. Im Norden und Nordosten nur wenig, 1 bis 4 maximal, aber hier im gesamten Süden, Südwesten teilweise 10 bis zu 12 Sonnenstunden. Am Vormittag haben wir eben im Norden noch die dichten Wolken, ansonsten Sonne, von ein paar lokalen Nebelfeldern abgesehen. Die Animation zeigt hier noch die abziehenden Wolken im Norden, im Nordwesten tauchen später neue auf, ansonsten eben der Sonnenschein. Und am Nachmittag sieht es eben in weiten Teilen der Mitte und des Südens sonnig aus und immerhin ein bisschen kommt auch im Norden die Sonne heraus. Der Donnerstag bringt eine abgeschwächte Front, die einmal über Deutschland wegzieht. Viel Regen ist nicht dabei. Es bleibt mild. Es wird nur minimal kühler als am Mittwoch mit immerhin noch bis zu 16 Grad im äußersten Südwesten. Verbreitet sind die Werte zweistellig. Ja, und der Freitag bringt wiederum viel Sonnenschein, nur im äußersten Norden an der Küste ein paar Spritzer Regen und die Temperaturen weiterhin voll auf Frühlingskurs.